diese Entscheidung selbst. Das Gleichgewicht der Welt liegt jetzt in deinen Händen. Oder in den Moment, was? Da ist doch gerade was gespawnt, oder nicht? Despawned. Also ich sah so aus, als würde da oben noch irgendwas mit einem Schild gerade auftauchen. Gerade. Aber nur despawnen wir nicht. Achso, okay. Aber möchtest du mal weiterspielen? Ich bin jetzt auch schon wieder so 20 Minuten dran. Wohin geht's? Die haben die Fragezeichen beendet. Das sieht nach dem Portal da wieder zurück aus. Geh ich mal von aus. Sicher? Sieht danach aus. Oh, das ist ein Bonusraum. Für mich sieht es aus wie ein Bonusraum. Bonusraum. Macht euch bereit. Ich bin bereit. Formidable. Ich hoffe einfach mal, dass der Typ keine Wiederbelebungskiste hier in dem Raum versteckt hat. Das wäre hart asozial. Ist das da hinten ein Mage oder was ist das? Nee, das ist auch so ein... Jetzt kennen wir den? Den kennen wir noch gar nicht, oder? Diesen komischen Schützen. Gegen so einen haben wir noch gar nicht gekämpft. Da war der Boss einfacher. Okay, das ist irgendwie traurig, oder? Ja, ein wenig. Die Seelen sind... Egal. Macht euch bereit. Wir hatten, glaube ich, gar keine. Kann auch sein. Wir hatten noch alle ausgegeben und sind danach nur in diesen Pseudo-Boss-Raum gelaufen. Da in das Gespräch mit dem Gott und dann war es dann noch wieder. Schön mit der linken. Ich rolle im Kreis. Aua. Alter Schwede. Oh Gott, das kann man ja nicht mit ansehen. Noch besser. Ich krieg bestimmt 2 tot. Meine Prognose, ich mach den Bogentypi platt, nimm dann den Armbrustschützen und sterbe anschließend an den Tyrannen. Oder Tyrannen wohl eher. Wann? Wo ist der? Da ist der Bogenschütze. So. Bogenschütze down. Ich glaube, das, was du gerade primär falsch machst, ist, dass du keine Kombos benutzt, Mario. Du kannst ja, wenn du ein bisschen abpasst, so richtig geile Kombo-Angriffe machen. Deswegen mache ich mit den beiden Schwertern auch ein bisschen mehr Schaden als du und kann dann deren Aktion unterbrechen. Ja. Oh! Faustwaffe! Biss! Kommt mir bekannt vor. Okay. Nee, nicht so wirklich, aber... Faustwaffe klingt erstmal nach klein und flink. Au, Kacke. Das war zu langsam. Ey, der Typ sieht aus wie einer von den Richtern. Zumindest von den normalen Soldaten, von den Typen da. Ja, der erste sah so aus wie dieser komische Bogentypi von den Richtern. Der Typ hier sieht jetzt aus wie der Nahkämpfer von den Richtern. Der schlägt auch drauf wie einer von den Nahkämpfern der Richter. Heieiei. Jetzt ist Schluss hier. Uff. Der macht richtig Aua. Das hättest du, glaube ich, nicht sagen sollen. Was? Ich bin weiter als du.
Jetzt ist Schluss. Bump ist tot. Jetzt, ja gut, okay. Unter Umständen habe ich vielleicht etwas gesagt, was rückblickend betrachtet nicht ganz einer Ironie entbehrt, aber... Au. Ich bin einfach nicht mehr da. Du darfst ihn rauchen. Ach ja. Nachdem du den Boss gelegt hast, ist es auch Zeit für ein bisschen Ehre für mich. Ja. Macht euch bereit. Ich bin bereit. Was ein Glück, dass du so weit gerade vom Mikrofon weg warst, dass das keiner gehört haben wird. Blöden Brandpfeil. Oh, jetzt sauf. Das hab ich doch gerade schon besser hingekriegt. Oh, Merde. Ja. Wunderbar. So. Regeneration. Für und gegen Tod. Normale Regeneration. Jetzt nochmal einen Heiltrank sparen, den ich gleich garantiert brauchen werde. Jetzt hat er einfach was fallen lassen. Jetzt zeig mal her. Feuerwiderstandssplitter. Erinnere ich mich gerade daran, dass wir den gebraucht haben? Ich weiß gerade nicht. So, dann baller ich hier nochmal so ein Obdachhaut durch. Für das kleine bisschen extra HP für zwischendurch. Man kennt es, 9:30 in Deutschland und man braucht das Frühstückchen. Was hilft? Obdach. Obdach um 9.30 Uhr. Macht euch bereit. Gut, jetzt hätte ich natürlich auch noch 2-3 Sekunden warten können. Dann hätte ich jetzt direkt wieder Obdach ziehen können. Aber ich möchte das Ganze ja auch mit ein bisschen mehr Speed durchlaufen. Und auch entsprechend spannend ist. Er kann nichts. Er fällt. Oh. Ja, okay. Der Große mit der Axt, der ist wirklich nicht ohne. Also ohne volles Leben zu haben, hast du da keine Chance, auch nur einen der Hits wegzustecken. Aber vielleicht ist auch gar nicht das so... Das, was man den machen muss, vielleicht muss man den mit diesem Verlangsamungsspell dann festhalten. Hey. Ja, komplett undankbar, der Junge, ne? Da lässt du den einfach rauskommen und wartest. Und dann kommt der einfach an und schnabuliert dich so weit. Oh. Du brennst. Heilung. Bin ich nicht mehr da. Nee, das ist für dich gerade wirklich die 10-Sekunden-Regel hier gerade, die du einführst. Ja, ich bin einfach gerade... Ja, aber komm, eine Viertelstunde muss noch durchhalten, dann ist die Session vorbei. Und das hier, das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht geklärt kriegen würden. Wo ist der EP-Geist? Ach so, nicht aufgesammelt. Und ich habe keine EPs gesammelt. Jo, okay. Das ist jetzt natürlich ungünstig. Brauchst du etwa den MP-Geist? Ja, für meine Strategie, sich reinzustellen und einfach Angriffe durchzuspammen, ist ein bisschen Bonus-Regeneration für Ausdauer gar nicht so verkehrt. Aber... Okay.
Es hat jetzt zwar nicht so schön geklappt, wie es sollte, aber es war immerhin noch in Ordnung. Okay. Laden, 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 laden. Schnitz. Ich glaube, das bisschen, das... Dafür benutze ich mal einen Trank. Ich habe es ja auch gar keinen für die erste Runde benutzt. So, einmal drüber. Wo spawnt der Dicke? Ich nehme jetzt einfach mal den Dicken zuerst. Jetzt habe ich aber dummerweise wieder den gleichen Fehler gemacht wie gerade eben. Ich hätte den Verlangsamungs-Spell nehmen müssen. Boah, und jetzt kesseln sie mich ein. Jetzt kesseln sie... Ah, jetzt kann ich nicht mehr weg. Verfickte Scheiße. Ah, nervig, die Brüder. Also der Bogentypi, den kann man ja relativ gut aus der Balance kloppen, wenn man da einfach mal eine Kombo draufsetzt. Aber der Dicke, der ist ein ganz anderes Kaliber. Boah. Da ist Mario wieder im Spiel. Er entthront den Gegner. Solche Sprüche werden nie langweilig. Oh, oh. Du hast doch gerade echt Bock darauf, es spannend zu machen, ne? No risk, no fun. Nachstellen Sie an. Ja, muss die nächste Runde rufen. Vielleicht will ich jetzt gleich einmal auf diesen Verlangsamungszauber gehen oder den Typen mit der Magiekeule umnieten. Ja, genau, das war's gerade, Benommenheit. Ist jetzt wieder auf Dach, wo du drin bist? Der große kommt von hinten. Ich weiß. Hey. Millimeter am Rücken vorbei. Nicht übermütig werden. Trink den Trank des Gerechten und Wahnsinnigen. Noch ein oder zwei Schuss, dann war's das. Ja! Haha! Aber der droppt was. Ich glaube, der droppt was. Nee, wahrscheinlich nicht. Was ein Scheiß. Betrug? Voll der Betrüger, der Typ. Aber wenn das jetzt der fette Richter war und den Ranger, den Bogenschützen, den hatten wir schon. Was kommt denn dann jetzt als nächstes? Dann müsste doch jetzt... Eigentlich müsste ja nur noch der Kleriker über sein. Okay. Alter, was ist das? Was zum Fick? Damit habe ich jetzt überhaupt null gerechnet. Was war das denn? Ja, moin! Großer, großer böser Feuergrizzly des Todes. Überraschung! Alter, nee. Das ist ja mal absolut asozial. Ich bin gleichzeitig erschrocken und angespornt. Kämpf! Komm her! Bring it on, Boogie!
Entschuldigung, könnte bitte einmal... Die Gegneranvisierung spinnt. Ich krieg nicht den richtigen drauf. Ja, moin. Das war jetzt RIP. Aber da war ich jetzt auch gerade ein klein wenig davon abgelenkt, dass der irgendwie erst den falschen genommen hat. Na, da war der wohl noch nicht positioniert. Das finde ich ein bisschen schade, dass man die Leute wohl auch erst anvisieren kann, wenn die rausgelaufen sind und bereit zum Kämpfen sind. Das nimmt so die richtig schöne Cheeser-Taktik weg, die ersten 3-4 Hits einfach drauf zu machen, während der Gegner noch in der Animation fürs Weglaufen ist. So, jetzt komm. Magisches Geschoss. Ja, gib ihm! Genau so. Fred Feuerstein ist aber auch nicht ohne. Ganz ruhig, Minion. Entspann dich, ich bin hier sofort bei dir. Wie das kleine Quengelkind. Gib Ruhe. So, jetzt hinlegen und schlafen. So, aber das ist doch schon ein Zeichen. Wir kriegen hier schon Feuerwiderstand später. Also nach dieser Runde sollten wir uns echt mal so einen Feuerwiderstandssplitter in die Schnellwahl legen, damit du dann gegen den Grizzly des Todes ankommst. So, jetzt gib ihm. Oh, vor! Sicht. Erfolgreich gedodged. Oh, denied! Denied! Böse. Aber setz da mal eine Benommenheit gleich hin. Wenn jetzt ja, ersten... Moment. So, wir... Einen weiter? Genau, den. Ach. Komm. So, wenn der jetzt gleich in die Nähe läuft, müsste der unglaublich lahm werden. So, genau. So, jetzt. Ach, ja! Was? Frech! Stunt er dich einfach! Also ich will nur kurz anmerken, Benommenheit, Yoshi, ja, ist scheiße. Echt? Ja. Bei deiner Spielweise geht das ja vielleicht, aber bei meiner nicht. Na gut, dann klopp gegen sein Schild, bis er stirbt. Hau! Oder ich sterbe. Dann mache ich das jetzt. Hier, Team Power. Locker weg. Obdach oder Benommenheit? Obdach ist besser. Meiner Meinung nach zumindest. Ja, zum Anfang auf jeden Fall, denke ich mal. Warum mache ich es jetzt an? Keine Ahnung, weil ich es kann, weil ich gut bin. Weil ich nicht den vollen Buff brauche. Weil du überhaupt keinen Buff brauchst. Ja, weil der ausgelaufen ist, sobald der hier steht, ne? Ja. So, anvisieren. Es ist so dreckig. Ich darf ihn nicht angreifen, bevor er da ist. Aber er darf sich dann so entscheiden. Ja, jetzt möchte ich angreifen. Und dann ist er auch in dem Moment angreifbar. Du Nulpenschwein. Hier, friss. Als Wiedergutmachung. Friss. Jetzt komm ich. Jetzt renne ich an. Dreimal daneben. Einmal auf den Kopf. So funktioniert eine Finte. Eigentlich nicht, aber egal. Heute ist Geschichtsfälscherstunde. Kannst mich nicht treffen, ich bin zu schnell für dich. So, tschüss. Gefährlichen beiden sind weg. Jetzt ist nur noch hier Lahmarsch-Face. Der Vielzug träge ist, um die Minimalkorrektur von 2 Schritten anzupassen. So. Schnitz. So. Obdach ist bereit, aber ich möchte lieber die Benommenheit oder. Nee, ich glaube zu Anfang nehme ich einmal das Obdach. Warte, bis hier einer von den Fetten gekommen ist. Ach verdammt, das ist der ganz Fette, den will ich nicht. Ich will einen von den kleinen Fetten. Ja. Von denen hier.
Nimm ihn doch auseinander. Ja, genau. Das war. Uiuiuiui, Tiffy. Das war knapp. So, was nehmen wir denn? Bestrafung? Wollen wir nicht? Benommenheit. Oh, falsche Taste. Ich wollte aufnehmen. Aufnehmen funktioniert im Kampf nicht, offensichtlich. Okay. Gut. Ich hoffe, dass nicht lange genug drücken können. Und tschüss. Entwertet. Item. Gegenstand. 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 Alle mit dem Gegenstand in der Gegenstand. So, Inventar. Ah, die ist Rune. Kraftrune. Stoßhandschuh. Erzeugt eine mächtige Schockwelle, die den Gegner von den Füßen reißt. Mächtiges Geschoss, das mehrere Feinde durchschlägt. Was? Ah, das ist diese komische Kraftrune, die man offensichtlich in den Handschuh einsetzen kann, aber auch ja, in die Waffe. Waffe, physische Schaden, plus 9, Schild, Balance beim Blocken, Rüstung. Ja, wir haben ja Sockelplätze da. Ah, ich verstehe. Wie wir nie genutzt haben. Ah. Sockel sind für Noobs. Mir geht's eher so um die Verbrauchsgegenstände. Haha. Favorit umschalten, RT, wo ist denn RT hier? Das ist der hier, okay. Attributsplump, Geistruf, Feuerwiderstand. Irgendwie habe ich mich dolcht, ich drücke Scheiße. Nur ein wenig. Ach so, rechts, nicht links. Ach, Energiesplitter braucht doch keiner. Magiesplitter braucht auch keiner. So, alle aus den Favoriten hier raus. Ich brauche... Was brauche ich denn? Ich brauche Obdach. Ich brauche Doppelschwert. Und dann definitiv nach links gehen. War links nicht der große Feuerturm? Ja, oder willst du erst den anderen killen? Der andere sah mir schnell aus. Aber kack, nee, der Feuerdude war auch schnell. Ja, der Feuerdude war ziemlich schnell da. Gut, dann, so, ich stelle mich jetzt hier drauf. Ich trinke den Feuerwiderstandstrank. Ich wechsle um. Ich mache Obdach an. Und jetzt suche ich den Großen. Da kommt der Große. Er muss raus. Warten, warten, warten. Jetzt kann ich. Boah. Ich kann aber gar nicht. Ich kann gerade wirklich gar nicht. Ich kann nicht mal mehr rollen. Aber er kann rollen. Was interessiert? Das interessiert mich doch. Oh, fuck it. Du warst nicht zu weit weg von dem. Ja, also. Aber der kommt mir doch bekannt vor. Nimm den Waffe eventuell? Also die Schusswaffe? Ja. Guter Einwand. Gut. Okay. Notiz an mich. Doch den Schwertkämpfer zuerst ausschalten. Töten wir das, was man mit einer Kombo tot kriegt. Da. Oh, komm, 4 Minuten. Letzter Versuch. Du hast noch den Magiehandschuh mit ausgerüstet. Okay. Oh, jetzt klopp ihn tot. Muss ja aber auch gleich ein richtig krasses Item gedroppt werden, wenn wir das geschafft haben. Ich denke da so an eine Waffe, die Adir tötet. Ja, entspannt euch doch mal eine Sekunde. Komm schon, rennen. Rennen! Ja moin, der Typ wirft einfach mal noch schlechter, als du springst. Das war alles so geplant. Komm, ja komm. Schön, dass er glorreich im Tod daneben sticht. Okay. Ach ja, das waren die. Jetzt kommt Mega Fetti mit seinen beiden. Also ja, genau. Ja, also der Mini Fetti. Mini Mega Fetti
der Rüstungsrichter gegen hier mit seinen beiden Assassinen und Schildkollegen. Oh, und solange Obdach an ist, Hälfte des Schadens, denke ich mal, ist das ungefähr. Ja, hau zu, hau zu. So. Und den jetzt wirklich entweder mit dem Time-Buff oder mit dem Obdach-Buff, aber nicht ohne. Ich hasse dieses Schild. Das ist nur die Frage. Ja, wenn du den Time-Buff anmachst, dann kannst du den aus deiner Balance kloppen, bevor er seinen Angriff durchkriegt. Ja. Gut. Also, du noch mal. Dafür muss man halt auch die Kombo benutzen. Okay. Ja, aus der Balance habe ich ihn ja gekriegt, aber dann... Weil da ging es nicht mehr. Ja, es ist auch... Der Typ ist... krank stark. Und ich weiß nicht, wie wir die Version danach noch umliegen können. Ja, wir hatten ihn ja gerade fast, den großen. Ja, aber da ist ja noch so ein Typ bei. Ja, der ist, wenn der große weg ist, sollte der eigentlich kein Problem sein, wenn du dich ein bisschen bewegst. Was zu früh gemacht ja, hat. Ja, ich weiß, ich lern's nicht. Ja, das stimmt. Das war auch falsch. Was ist jetzt passiert? Jetzt hab ich irgendwas gedrückt. Du schießt falsch, wir müssen weiter in die Mitte. Ja. Ja. Oh. Uff. Ja gut, unsere Versuche sind auch gerade ein bisschen kurz. Ja. Ob wir zum Thema ein Versuch noch. Ja, okay. Also von der Zeit her wäre es jetzt halt wirklich durch. Aber noch ein Bonusversuch? Ich will ihn liegen sehen. Ich will ihn liegen sehen. Oh Gott, klingt das falsch. Du willst ihn liegen sehen, nachdem du... Oder damit du... Ah, nee, egal. Das klingt halt einfach jedes Mal falsch. Ja, komm. Gib einfach zu, Mann, dich gib einfach zu, dass du das Schwert in versenken willst. Nein. Entspannt euch doch mal alle, du vor allem Bauer. Er hat auch echt das Problem, dass er immer zu kurz ist. Der Typ da. Komm schon. Boah, steckt. Nice. Die Waffe von ihm steckt. Runde 2. Erster weg. Aber die Axt des Todes ist die Licht auf den Fersen. Okay. Ja, ruhig bluten. So, anvisieren. Ob man ihn wohl auch von hinten... Dann... Wir hören mal besser auf mit den zweideutigen, widerlichen Kommentaren, Yoshi. Au! Ach, nee. Das wird heute nichts mehr. Ach, wenn ich es bis in die zweite Phase schaffe, dann leg ich den mit dem Time-Ding jetzt. Und bei dem dritten Teil weiß ich jetzt ja, der Meister mit dem Langschwert ist genauso tödlich wie der brennende Idiot. Aber ich leg nochmal kurz ein paar EP hier in dem Stein ab. Also zum Farm ist der Spot hier eigentlich gerade ideal. Du kannst dich einfach hier hinstellen und Leute umbringen. So. Und ich variiere mal so ein bisschen. Ich töte jetzt erst den nervigen... Arsch mit seiner Frau. Kann der mir schon mal nicht mehr auf den Sack gehen. Hey, der Große hat getroffen. Zwar den falschen Dude, aber er hat zumindest mal getroffen. So. Viel entspannter die ganze Situation, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, weil der Tyrannen-Idiot der Meinung ist, er müsste noch mal neu anlaufen. Oh.
Es hat ihn nicht so auseinandergenommen, wie ich gehofft habe. Ach, komm. Bring it on! Oh, jetzt nicht aus Versehen auslösen. Das wäre wieder typisch gewesen. Hast du, oder? Nein, das Ding ist oben. Alles gut. Alles noch in der Norm. So. Plan ist, der Typ kommt rein. Achso, nee, das ist jetzt ja erst die zweite Runde. Ja. Dann ist ja noch egal. Dann ist der Plan, ich stelle mich hier hin. Lass den Assassinen anlaufen und... So. Nummer 1. Ist Nummer 2. Ah, der schon... Ist er das? Ja. Ja. Gerade verwirrt gewesen, welcher von denen jetzt eigentlich mein Kollege mit der Großaxt ist. So. Okay. Nommenheit. Bitte jetzt. Nein. Du sollst ihn benommen machen, nicht er mich. Du hast da etwas grundlegend falsch verstanden. Bring it on! So, jetzt kommt er. So. Gut. Benommenheit scheint aber auch das Mittel, also mein Mittel der Wahl gegen den Schwertkämpfer zu werden, glaube ich. Ich glaube, ich löse das jetzt. Das Problem ist, glaube ich, nicht der Schwertkämpfer. Das Problem ist halt einfach dieser brennende Feuerball. Mhm. Ich frage mich gerade. Das verlangsamt den, glaube ich, aber auch nur beim Angreifen. Aber die Rolle zählt, glaube ich, als Angriff. Ich versuche es jetzt einfach mal. Ich stelle diesen Benommenheits-Avatar gleich vor den Brennenden und hoffe, dass der den so lange aufhält, dass ich den Schwerttypen umbringen kann. Der Roller kam da raus, ne? Links kam er raus. Ja. In dem Fall anwählen. Versperren. Rüber. Ich glaube, ich hätte ihn ein bisschen weiter in Richtung Mitte gesetzt. Ja, wäre sinnvoll gewesen. Aber der ist da hinten. Er war da hinten verlangsamt. Die Idee war gut. An sich war die Idee gut. Kacke. Ich will es nochmal ausprobieren. Aber unsere Zeit läuft ab. Ja, und probier weiter aus. Alles gut. Gut, dann macht euch bereit. Obdach. Vergessen. Ist es schlimm? Nein, ist es nicht. Warum? Weil sie wieder anlaufen müssen. Oh, dass der jedes Mal diese Flugkombo zu Anfang kriegt, ne? Es ist so... Du hast doch eh keine Chance! Surrender yourself! Bitch! Sag ich doch, keine Chance. Komplett souverän, wie ich hier... Hallo? Auf die Fresse. Das, der hat auch echt kein Glück, oder? Das war wieder so. Millimeter. Nee, nicht lang genug. Der ist auch nur da, um Druck zu generieren. Den musst du einfach komplett ausblenden, den dicken Typen da. So. Jetzt kommen die Kleinen mit dem etwas dickeren. So, das ist mir jetzt aber auch vollkommen egal. So, lauf an, lauf an, lauf an. So, was ist jetzt der zweite? Da. Das war knapp. Das war... Benommenheit ausrüsten. Also so langsam kriege ich da richtig Erfahrung drin. Lala. Zauber wirken. Ja, gut. Roll! Roll doch! Keine Chance. Keine Chance.
Rollbutton gespammt. Keine Chance, da wegzukommen. Ich wollte auch zu viel. Oh. Nee, du wolltest nicht zu viel. Du hast es einfach nur zeitlich vergeigt. Du hättest dann direkt raufgehen müssen. Dann hättest du deine Combo nochmal durchdrücken können. Das hast du da vorhin gut hingekriegt. Ja, ich hab's versucht. Und an der Stelle bist du einfach zu weit weggegangen. Und das hat ihm genügend Zeit gegeben. Das Problem war einfach, dass der direkt so weit weggeflogen ist. Und eigentlich dachte ich, komm noch ran, aber... Oh, das schreit ja schon fast wieder danach, dass wir das ganze Ding zusammenschneiden am Ende. Das tut sich doch keiner an, die Zeit über. Aber... Ey! Die mich überraschen? Ja, der hat gerade so eine Magieentzugsbombe geworfen. Ja, klar! Alter! Ja. Ist hart asozial. Es kann doch nicht sein, das ist ein Bonusraum, ne? Aber man spürt, wie die Entwickler ihren komprimierten Sadismus an diesen einen Raum ausgelassen haben. Naja, da fand ich andere Sachen schon schlimmer. Ich hätte aber gerade nur das Gefühl. Unterbrech mich, unterbrech mich! Ha! Unterbrech mich doch jetzt nochmal! Der letzte Boss war halt einfach gefühlt, wir brauchen noch dringend einen Boss, aber wer hat überhaupt noch Lust, sich auszudenken, welche Fähigkeiten er haben soll? Schmeiß mal irgendwie was zusammen und genial, Yoshi. Ja. Das Thema der heutigen Lektion, Verwirrung. Niemand, nicht einmal du selbst, darf wissen, was du eigentlich tust. Denn nur wenn niemand weiß, was du tust, kann auch niemand deinen Plan machen. Hallo? Verwirrung selbst. Hat der mir gerade eine neue Spalte zwischen die Beine gehämmert? Entschuldigung. Das ist so schön. Victor. Victoria! Ich glaube auch gerade, dass mein Victor jetzt zu einer Victoria umgenannt worden ist. Hui. So. Mal kurz aufstocken. Jetzt kamen die kleinen Mobs, ne? Ja. Die Legion der kleinen, gut gepanzerten Dreckswichser. Zensur. Anlaufen, anlaufen. Ich fange einfach schon mal vorher an. So schlecht ist das gar nicht. Dann hab ich die Combo schon ready, wenn die targetable werden. Komm, einer geht noch. Einer noch. Gut. Ich kann das auch hässlich. So. I command thee to move not. Oh. Wieso ist der nicht gefallen? Weil er gerade erst in den Slow gekommen ist und durch deine Combo rausgefallen ist aus dem Slow. Dadurch hat er die Zeit gehabt, sein Schild wieder aktivieren zu können. Uff. Ich muss sagen, meine Konzentration hört auf, also... Ja, komm. Ich glaube, so leid es mir jetzt tut, für die Leute, die sich diesen Krampf wirklich gegeben haben, wir machen das in der nächsten Folge und dann ganz zu Anfang, dann stirbt der, dann sterben die alle. On screen. Vielleicht nicht live, aber zumindest on screen. Wir werden schon irgendwie schaffen. Ja. Auf jeden Fall an die, die sich das Chaos bis jetzt angeschaut haben, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bei Lords of the Fallen.